Dynamite Dunes. Wir sind im zweiten Szenario von Rollercoaster Tycoon 1. Und wir müssen, ich guck direkt mal, was wir hier eigentlich machen müssen. Mindestens 700 Parkbesucher bis Oktober, Jahr 3. Und eine Parkwertung von mindestens 600. Übrigens, der Parkname ist so cool, den lasse ich einfach so. Wir gucken uns mal pausiert. Ich glaube, es ist gerade Pause, oder? Ja. Wir gucken uns mal pausiert an, was wir haben, wo wir drauf aufbauen können. Wir haben eine Loren-Achterbahn namens Dynamite Blaster. Mit 3 Zügen, 5 Wagen pro Zug. Das wird wohl alles okay sein. Haben wir schon Daten dafür? Übelkeitswert hoch. Oh, ich sehe schon. Wir müssen jede Menge Putzen einstellen. Intensitätswert sehr hoch. Und Nervenkitzelwert hoch. Na, ich weiß ja nicht, ob ihr da sowas Tolles geschaffen habt hier. Naja, wir werden sie trotzdem mal da lassen. Natürlich, denn sie steht da nun mal und wir haben sie umsonst, ohne Geld dafür ausgegeben zu haben. Deswegen werden wir sie weiter offen lassen und los geht's, würde ich sagen. Wir schauen uns direkt mal an. Moment, nochmal kurz Pause drücken. Wir schauen uns direkt mal an, was wir hier bauen können. Wir haben eine Miniaturbahn. Gähn. Sessellift, gähn. Einschienenräder, gähn, gähn. Floße, dreifach gähn. Haben wir auch irgendwas Vernünftiges? Das Riesenrad könnte cool sein. Ich glaube, Riesenräder sind immer beliebt gewesen. So für die Gammelfahrten zumindest. Irrgärten waren auch immer lustig. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und was haben wir an aufregenden Fahrten? Twists, Go-Karts, Splash-Boote und Shooter-Boote. Also Shooter-Boote muss ich gegenseitig vom Boot schießen. Nein, Scooter-Boote. Hyper-Boote. Ja, keine Ahnung. Wir haben also sozusagen die Sachen, die wir im ersten Szenario schon hatten, plus noch ein paar mehr. Und wir bauen jetzt direkt als erstes mal, um eine kleine Grundlage zu bekommen, ein Riesenrad hier hin, dass die Leute direkt sehen, hier ist was los. Da kann man mit arbeiten. Weil die Leute, die in Vergnügungsparks gehen, ja so sehr an Arbeit denken. So, los geht's. Wir machen einen Eingang und einen Ausgang, machen das Ding direkt auf. Da müssen wir nicht groß irgendwas testen. Falscher Knopf. Knoppes. So. Hier eine schön lange Warteschlange hin. Wege kosten ja keinen Unterhalt. Oh, warte. Wir müssen natürlich den passenden... Die passende Wegtextur hier, diesen Dreckweg. So. Da hat einmal einer so quer über den Sand drüber geschissen. Das ist dann der Weg. So. Was kostet die Achterbahn? 3 Euro. Boah, das ist aber teuer. Haben wir einen Eintrittspreis? Kostenlos. Ja gut, dann müssen wir natürlich von... Ist dann bei den Fahrten selbst von den Lebendigen nehmen. Können wir hier auf 1,50 hochgehen. Und dann gucken wir einfach mal, ob da ein paar Leute reingehen. So. Da hier jetzt schon jede Menge Leute drin waren, ich stelle direkt mal eine Putze ein, die kann hier... Warum hat jemand eigentlich auf... dahin gekotzt? In die Warteschlange rein. Der hat schon gekotzt, bevor er überhaupt auf der Achterbahn war. Der hat die nur angeguckt und hat schon gekotzt. Ja... Super. Ja, jetzt geht doch mal ins Riesenrad rein, Leute. Was ist mit euch? Riesenrad ist voll gut. Da hat man einen unglaublich tollen Überblick über diesen gut gefüllten Park. Nun. Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir können jetzt hier nicht stundenlang rumgammeln, damit sonst erreichen wir unser Ziel nicht. Wilde Maus ist natürlich cool. Kann man aber auch echt cool selbst was bauen. Das sieht geil aus. Die fand ich immer schön. Steel Squeak. Aber irgendwie ist es ja schon ein schöneres Gefühl, wenn man selbst was baut. Flying Dutchman. Der Entwurf enthält Szenerie, die nicht verfügbar ist. Oh. Wahrscheinlich aus
Tycoon 1 dann noch. Oh, irgendwie hätte ich ja schon Bock, die zu bauen. Vor allen Dingen hat die ziemlich gute Werte. Denn Werte sind wichtig. Ah, wobei die auch nicht schlecht ist. Ach, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, hier jetzt eine hinzubauen, die ich nicht selbst gebaut habe? Ich weiß ja nicht. So als zum Start vielleicht. Ja, komm. Bauen wir die einfach mal hier hin und dann können wir auch noch selbst überlegen. Da, als nächstes bauen wir dann wieder selber eine Achterbahn. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die drehe und wende. Hm. Eigentlich müsste man die ja... Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir riesen Platzprobleme hätten. So. Kann die hier irgendwie hin, ohne dass man die auf Stelzen bauen muss? Wir sind hier doch nicht in Venedig. Bauen wir die eben hier hin. So. Zack. Und direkt eröffnen. Wie viele Wagen sind das? Wir machen natürlich... Nein, wir machen natürlich 7 Wagen. Ist ja klar. Oh, ich verstehe. Die stehen mitten auf der Bahn. Ist ja interessant. Ist ja interessant. So, los geht's. Wieder so eine Kackspur hier hin. Zack. Fußweg kann ich... Ja, hatte ich doch gar nicht vor. Ich wollte doch nur das Fenster zumachen. So. Sie heißt Flying Dutchman Goldmine. Das ist irgendwie ein doofer Name, oder? Wie nennen wir die denn mal? Wir können die auch umbenennen. Wir nennen sie... Keine Ahnung, wilde Maus. Wie kann man eine wilde Maus nennen? Keine Ahnung. Ach, mir fällt gerade nichts ein. Lassen wir sie einfach so. Okay, ja, die fahren hier fleißig, wobei ich sagen muss, dass sie jetzt nicht hier muss die Bude einrennen. Warum eigentlich nicht? Was denkt ihr darüber? Ist das Geld wirklich wert? Sieht mir zu extrem aus. Was wir natürlich mal machen können, ist ein bisschen Werbung dafür. Dass wir sagen, wir machen hier einmal... wo ging das denn nochmal? Zwar, glaube ich, hier. Nee. Doch. Forschungsfinanzierung läuft übrigens. Und das nicht zu knapp. Hatten wir ja gesagt, dass wir da diesmal eine normale Finanzierung machen wollen, weil letztes Mal lief das irgendwie ein bisschen schleppend. Gutscheine für kostenlose... Schade. Ich dachte gerade, sie hätten halt hier noch für freien Eintritt in den Park drin, obwohl der Park sowieso kostenlos ist. Das hätte ich lustig gefunden. Gutschein für Freifahrt auf bestimmter Bahn. Für halben... Freifahrt. Freifahrten will ich eigentlich nicht. Ich möchte lieber die Bahn so bewerben. Dynamite Blaster... Genau. 2 Wochen. So, und dann machen wir mal noch eine Werbekampagne für den Park und dann sind wir alle glücklich. So. Was bauen wir noch? Wir bauen... Jetzt brauchen wir noch eine aufregende Fahrt eigentlich. Wir bauen... Sollen wir nochmal Go-Karts bauen oder sollen wir Splash-Boote bauen selber? Ich glaube, die Splash-Boote waren auch immer sehr beliebt, aber das ist natürlich auch... Dauert natürlich, bis wir da... Go-Karts, bauen wir erstmal Go-Karts, die sind billiger, die machen wir aber auch wieder selber, das kriegen wir hin, das trauen wir uns zu, ein paar Go-Karts dahin zu klatschen. Genau, machen wir hier, machen wir nicht zu viel, weil wir hatten ja gesehen, dass man da eh nicht so viele auf einmal platzieren kann. So, speziell haben wir nur Stationsplattformen. Das ist sehr, sehr einfallsreich. So, wir bauen natürlich, weil wir schlau sind,
passend... Ah, das geht nicht. Moment. Mal so machen. Passend zum Gelände. Das fügt sich dann halt so cool ins Gelände ein. Das gefällt den Leuten bestimmt. Da gehen die bestimmt voll drauf ab. Och nee, jetzt ist das... Ach. Das ist doof. Nee, das habe ich jetzt ja wieder genauso gebaut. Oh, ich bin so klug, ne? So. So, und dann hier um die Ecke. Wir wollen es aber auch nicht zu lang machen, weil dann wird die Fahrt zu lang, dann verdienen wir nichts. Ganz simple Rechnung. Wir sind ja Großunternehmer, wir müssen da gut mit Zahlen umgehen können. So. Ich weiß ja nicht. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so richtig. Och, was mache ich denn da? Geradeaus will ich so. Dann so. Dann hier rum. So, so. Und dann seid ihr auch schon rum. Und dann war es das schon mit der Fahrt. So. Reicht, ne? Okay. Eingang ist dann natürlich auf der anderen Seite. Aber ist egal. So. Schön. Schön noch Wege dran klatschen. So. Nee, das ist Schwachsinn. Ich muss zuerst die Warteschlange machen, weil sonst klatscht die sich da so doof an den Weg dran. Ich weiß das noch. Das war immer voll nervig. Also irgendwas stimmt hier nicht so ganz mit der Maus. Entweder meine Maus geht kaputt oder irgendwas anderes. Nein! Ach Leute, müsst ihr es mir denn unnötig schwer machen? Wieso sieht der Weg denn jetzt so anders aus? Ach, das ist gar nicht die Kackspur. Ich habe die falsche Kackspur ausgewählt. So. So, jetzt guck mal, wie sich das füllt hier. Krass. Jetzt könnte man hier so voll abenteuerlich so ein Plateau hier oben hinbauen, aber das kostet uns natürlich Geld, ne? So, dann machen wir hier, weiß ich nicht, 2,20 €. Machen 5 Wagen mehr, geht der leider nicht irgendwie. Weiß nicht wieso. Geht hier mal rein. Hier, wie sieht es mit dem Geld aus? 59 Gesamtgewinn ist jetzt nicht so pralle. Ich glaube, wir müssen den Preis doch wieder ein bisschen runterdrücken. So, wie sieht es hier aus? Ja, sieht mir zu extrem aus. Dann fahrt doch mit dem Riesenrad, Mensch. Die Leute sind irgendwie wählerisch. Sehr wählerisch. So. Wie sieht sonst aus? Wir haben jetzt eine Achterbahn, wir haben eine aufregende Fahrt, wir haben eine gemäßigte Fahrt. Oh. Ja, die Splashboote wären natürlich cool, aber die sind auch teuer. Double-Double-Dip können wir natürlich nochmal bauen einfach, aber ich weiß nicht. Was natürlich bestimmt richtig cool wäre, wenn wir hier einmal so hoch und wieder runter. So ans Gelände angepasst. Da stehen die Leute doch bestimmt drauf. Wollen wir das mal ausprobieren? Oder wir machen das mit einer Achterbahn. Nee, ich glaube, wir machen das mal mit den Splashbooten. Ich probiere das jetzt einfach aus und gucke, wie die Leute es annehmen. Und wenn sie voll hellauf begeistert sind, dann ist alles gut. So. Oh weia. Das ist natürlich eine knappe Kiste hier. So, machen wir es so. Dann geht's auch schon hoch, oder? Weiß gar nicht. Oder kann man hier... Nee, das geht nicht. Dann müssen wir einen hoch, früher hoch. Zack. Oh weia. Klappt das oder ist das so knappe? Dann müssen wir hier das Gelände anpassen. Och. Das ist natürlich immer teuer, ne? Weiß gar nicht, wie kann man das Gelände eigentlich verändern? Szenarien entfernen.
Ja, die Kampagne ist vorbei. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, das ist jetzt natürlich doof, ey. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben... Wir können, kommen hier nicht ums Eck rum. Ohne jede Menge Geld auszugeben. Waffeleisstand. Waffeleisenstand habe ich gerade gelesen. Dachte so, cool, man kann da Waffeleisen kaufen. Und dann dachte ich, warum? Und dann habe ich gesehen, dass ich mich verlesen habe. Cool Story, Bro. So. Hi. Ich mache teure Geländeanpassungen. So, kannst du jetzt bitte nicht rumnerven? Danke. So, okay. Jetzt haben wir das so, wie wir es haben wollen. Und jetzt geht's hier runter. Miau. Ach super, jetzt sind wir hinten zu lang. Das Problem kennen sonst nur Dackel. Sag mal, was habe ich denn da gemacht? Einmal noch geradeaus und dann wollte ich dahin, aber dann muss ich erst hinten den Schwanz kürzer machen. Katsching, katsching. Wie komme ich jetzt? Was ist passiert? So. Okay. Na, hat ja doch noch geklappt. Warte mal. Ich mach den Eingang lieber. Ich wollte den Eingang eigentlich andersrum machen, aber ist egal. Geht auch so. Wollen uns mal hier nicht wegen Kleinigkeiten einstrullern. Ja, dann könnte man so. Ja, dann machen wir das doch. Wie sie am Schreien sind. Hört ihr das? Wie es immer so voll abgehackt ist. Klingt voll lustig. Genau. So, ich möchte wieder normal bauen und jetzt das Ding hier dran. Oh. Kleiner Architektenfehler. Kann ja mal passieren. So. Oh, das sind aber viele Boote. Nur, nee, stopp, 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 stopp. Das sind mir zu viele Boote. Da geht doch bestimmt was schief. Wir wollen ja hier nicht Autoscooter fahren. So. Eigentlich sind es immer noch zu viele. Weil wir haben ja hier diese krasse... Ja, gab es eigentlich bei dieser Attraktion sowas wie... sowas wie Bremsen? Nur wir kriegen die da ja eh nicht unter. Eieieiei, habe ich mir hier wieder um Kopf und Kragen gebaut. Ist ja super. Speziell. Nee, gibt's aber auch nicht. Okay. Gibt es nicht, dann müssen wir so damit auskommen. Immer nur hoffen, dass die Boote jetzt nicht ineinander reinkrachen und alles explodiert. Weil so Holzboote auch gut explodieren. So. Warum geht hier denn immer noch keiner rein? Was ist mit euch? Guck mal, wir haben auch den Wartebereich viel zu lang gemacht. Das Ding hingegen, da haben wir den Wartebereich zu kurz gemacht. Ist ja super. Machen wir das mal anders. Anders. So. Jetzt können mehr Leute anstehen und glücklich sein. So. Denn das sind alles Engländer, die gerne in der Schlange stehen. Ich höre mich selber gar nicht. Bestimmt bin ich voll am Brüllen. Irgendwie sind die Warteschlangen immer noch leer.
ist denn mit euch? Was denken die Leute über den Park? Viel Feedback. Für Feedback, schreibt mir Kommentare, hallo. Schreibt mir Kommentare über den Park. Und gebt Daumen nach oben, jede Menge. Sonst weine ich. Oh, wobei wir... Guckt euch das an. Wir haben einen Nervenkitzelwert von 4. Und sonst beide anderen Werte, die niedrig sein sollten, auf niedrig. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja, machen wir auf, das Ding, ne? Zack. Viel Spaß, Kinder. Habt Spaß! Oh, oh, bestimmt müssen wir die Warteschlange länger machen. Ich werde das direkt mal vornehmen, diese Änderung. So. Genau. Machen wir direkt Werbung dafür. Der Park ist natürlich auch groß. Die Leute verirren sich schnell. Wir machen... Werbekampagne. Freifahrt für bestimmte Bahnen. Splashboote 1. Zack. Kommen die und... Alles wird gut. Hier haben wieder Leute hingekotzt. Jetzt muss ich überlegen. Wir haben Splashboote. 1. Wie nennen wir unsere Bahn denn? Ja, ne? Nennen wir die Bahn so, wie das, was da passiert. Einmal im Kreis. Jo. So. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Go-Karts sind schon mal sehr beliebt. Die nennen wir CO2 Maschine. Maschine. Könnt gar nicht lesen, was ich schreibe. So. CO2 Maschine ist voll beliebt. Hat direkt schon unglaublich viel Plus gemacht. Während das Riesenrad vor sich hin dümpelt und kränkelt. Finde ich nicht gut. Naja, Hauptsache die Wagen werden halbwegs voll und das scheint ja der Fall zu sein. Dann brauchen wir uns um die Warteschlange gar nicht so wirklich kümmern. Was denken die Leute über die Bahn? Einmal im Kreis, yo, ist das Geld wirklich wert? Ich will etwas Spannenderes als einmal im Kreis, yo. Ja, das kann ich verstehen. So. Ich liebe diese Generik von diesem Spiel. Da ist dann so ein ganz eigener Humor irgendwie. Findet da statt. So. Kurz mal ein bisschen. Wir haben halt leider wieder diese Achterbahn hier, die einen ziemlich hohen Übelkeitswert hat. Es gibt auch manche Menschen, die einen ziemlich hohen Übelkeitswert haben, wenn man die betrachtet. So. Och Mann. Dann können wir den Preis direkt mal anschrauben hier. Zack. Hier geht irgendwie auch keiner so richtig rein. Also entweder in dem Park verlieren sich die Leute sehr, weil... Platz ist, aber oder ich habe irgendwas anderes falsch gemacht. Wie viele gehen denn hier jetzt noch mal wieder rein? Oh. Aber so richtig voll werden die Boote ja nicht. Wobei die Wartezeit, glaube ich, ganz okay ist. Und sie hüpfen, sie haben Spaß. Das ist doch schön. Ja, Leute, wir haben unseren zweiten Park schon sehr gut vorangebracht, wie ich finde. In der nächsten Folge werden wir mal ein paar Dekorationen bauen, um die Parkwertung zu erhöhen und dass die Leute nicht immer in dieser stinkenden Staubwüste nur rumlaufen müssen. Ich meine, da kann man ja ruhig mal ein bisschen was pflanzen. Das werden wir machen in der nächsten Folge.
Bis dahin, ciao.